Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr freut euch auf ein neues Video. Freunde, Rockstar Games wird heute ein neues Event in GTA Online starten und in diesem Video sprechen wir über dieses Event, welches heute in GTA Online starten wird, und ich zeige euch, was wir in diesem Event so bekommen werden. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir auf jeden Fall jetzt schon einmal mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen. Solltest du neu auf dem Kanal sein, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest, und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt ins Video rein. Also, let's go! Das Event, welches heute in GTA Online starten wird, ist das Lunar New Year Event. Mit diesem Event werden wir in GTA Online das chinesische Neujahr feiern, welches ja am 10. Februar 2024 stattfindet. Dort beginnt dann in China das neue Jahr und jedes Jahr ist in China einem anderen Tier gewidmet. 2023 war zum Beispiel in China das Jahr des Hasens und 2024 wird dort dann eben das Jahr des Drachens sein. Da das chinesische Neujahr aber erst am 10. Februar 2024 stattfindet, wird dieses Event auch dieses Mal etwas länger gehen. Und zwar wird das Lunar New Year Event in diesem Jahr bis zum 21. Februar gehen. Verwechselt dieses Event aber bitte nicht mit den Eventwochen, die jede Woche erscheinen, denn bei den Eventwochen wird sich nichts ändern. Sprich, die Eventwoche, die heute ebenfalls erscheinen wird, wird nicht bis zum 21. Februar gehen, sondern diese geht nur bis einschließlich nächste Woche Mittwoch, und nächste Woche Donnerstag erscheint dann wieder eine neue Eventwoche, während das Lunar New Year Event trotzdem weitergehen wird. Im Lunar New Year Event bekommen wir alle ein paar Dinge von Rockstar Games geschenkt, und zwar bekommen wir alle, wenn wir uns einmal in GTA Online während dieses Events einloggen, die Drachenmaske aus Holz. Dann bekommt der Frauencharakter das rote Lunar New Year Kleid und der männliche Charakter das schwarze Lunar New Year T-Shirt. Auf dem Kleid und auf dem T-Shirt befindet sich dann ebenfalls ein Drache drauf, weil ja eben 2024 das Jahr des Drachens wird. In den Folgewochen werden wir dann noch drei weitere Drachenmasken geschenkt bekommen. Diese seht ihr ja auch gerade hier schon im Hintergrund eingeblendet. Rockstar Games beschreibt das Event auf jeden Fall wie folgt. Bereiten Sie sich außerdem mit einem Geschenk auf die Feierlichkeiten zum neuen Mondjahr vor, das in den nächsten zwei Wochen fortgesetzt wird und in einer dreifachen Feiertagsfeier aus Neujahr, Karneval und Valentinstag gipfelt. Ich bin mal gespannt, was wir sonst alles noch im Lunar New Year Event bekommen werden, beziehungsweise wie es dann mit dem Lunar New Year Event in den nächsten Wochen weitergehen wird. Aber was ist eure Meinung zum Lunar New Year Event, welches heute in GTA Online startet? Findet ihr es cool oder findet ihr, dass Rockstar Games hier zu wenig neuen Content uns liefert? Schreibt mir das mal in die Kommentare, denn das würde mich auf jeden Fall interessieren. Okay, Freunde, das soll es jetzt nun aber auch schon mit diesem Video hier gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch schnell einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.